Hi. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Pizza. For real, Alter, ich esse Pizza jeden Tag. Ich esse es gerade zufällig sogar, während ich dieses Video hier schneide. Und weil ich dumm und einfach nur hobbylos bin, fliege ich nach Italien, nur um eine Pizza zu essen. Bro, was mache ich hier? Aber mein Ziel ist nicht irgendeine, sondern die beste Pizza zu finden. Aber vorher musste ich sicher gehen, dass sich die beste Pizza nicht in Deutschland versteckt. Also gehe ich jetzt in die drei besten Pizzerien meiner Stadt. Angefangen mit Apostel. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Purino. Ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Ich habe ehrlich Hunger. New York Pizza. Und dann habe ich sie gestellt. Die Frage aller Fragen. Denkst du, das ist die beste Pizza der Welt? Klar. Pizza Nummer 1. 4,5 von 10. Pizza Nummer 2. 5 von 10. Pizza Nummer 3. Das ist 7 von 10. Das waren zwei gute Pizzen. Aber noch lange nicht die beste Pizza der Welt. Und deshalb bleibt mir keine andere Wahl, außer ins Heimatland der Pizza zu gehen. Albanien. Was mache ich? Es ist 4 Uhr und ich fliege jetzt gleich einfach nach Italien, Digga. Was? Seht ihr, wie ich da gucke? In diesem Moment habe ich mein komplettes Leben hinterfragt. Mir ist eingefallen, dass ich nur für ein Stück Pizza nach Italien fliege. Boah, wenn das jetzt nicht die beste Pizza der Welt sein wird, ne? Weil, Leute, ich bin jetzt im Flugzeug, ich bin müde des Todes, Digga. Ohne Witz. Wieso mache ich das? Ich bin einfach nur dumm. Alles ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin gerade voll verwirrt. Das ist hier richtig komisch und hier sind irgendwie Skulpturen. Ich habe so krass Hunger, Alter. Ich freue mich gerade so krass auf die Pizza. Aber erst muss ich den Ausgang hier finden. Das ist so krass modern, aber gleichzeitig auch so kompliziert gestaltet. Ne? Das ist unglaublich. Oder ich bin einfach in Italien. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Bruder, es ist hier so voll, Alter. Ich habe keine Ahnung, in welchen Zug ich steigen muss. Einmal da und einmal da. Ich bin in der Bahn. Ehrlich, ich hab so hart Hunger. Ich hab so Hunger. Ey, ohne Witz. Selbst wenn es nicht die beste Pizza der Welt ist, es wird die beste Pizza der Welt sein. Bro, was laberst du? Wisst ihr eigentlich, was das Witzige an der ganzen Sache ist? Ich hab's meinen Eltern einfach nicht gesagt. Sie denken gerade, ich gehe eine Pizza essen. Und ich bin einfach in Italien. Dann bin ich ausgestiegen und hab zum ersten Mal Fuß gesetzt auf Italiens wunderschönen Straßen. Und wurde dann einfach fast überfahren! Die Autos fahren hier ehrlich 50.000 km/h, Digga, das ist ehrlich krank. Die fahren mich einfach fast um. Digga, eben wurde ich fast umgefahren. Ich muss nur mein Leben sprinten, damit ich nicht angefahren werde, Digga. Oh, jetzt mal ehrlich, wer riskiert sein Leben, um eine Pizza zu essen? Aber egal, die Jagd nach der besten Pizza hat begonnen. Und nichts wird mich aufhalten. Und nachdem ich dann eine gefühlte Ewigkeit unterwegs war, um den richtigen Weg zu finden, habe ich mich einfach noch krasser verlaufen. Bro, ich bin ehrlich, ich konnte meine Beine kaum mehr spüren. Ich war kurz davor, die Hoffnung aufzugeben, doch. Lol, was? Bro, ich habe in Italien einfach Zuschauer getroffen. Bro, die Mafia wird einfach international. Ey, wenn das so weitergeht, werden wir dieses Jahr noch safe die 1 Million knallen. Also abonniert den Kanal, um auch Teil der Mafia zu sein. Die Jungs haben mir dann gesagt, bevor ich die beste Pizza der Welt esse, soll ich zu 3 verschiedenen Sehenswürdigkeiten gehen. Also habe ich mich direkt auf den Weg gemacht und angekommen am Rum. Oder das ist hier so voll, aber gleich ist so schön. Schaut euch das mal an, Alter. Das ist so klein. Kann man da eigentlich Münzen reinwerfen? Ich habe gesehen, dass andere Leute es gemacht haben. Also dachte ich, okay, das mache ich auch. Also habe ich jemanden gefragt, ob er mich filmen kann. Und hier ist das Ergebnis. Ja. Dann ging es direkt weiter zum Pantheon. Und ohne Zeit zu verlieren, ging es sofort weiter zum... ist einfach in der Antike. Ich bin daraufhin direkt in eine Pizzeria gegangen, um die berühmt-berüchtigte italienische Pizza zu holen. Ist es wirklich die beste Pizza der Welt? Und die Frage ist, ist das Licht gut? Alright, Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das ist eine der besten Pizzen, die ich jemals gegessen habe. Digga, das ist heftig.